Erstens war es gegen Jeff Ward, gegen Calgary, ist witzigerweise. Ich habe es ein bisschen verfolgt und ich glaube, das Komische ist einfach, wenn ich am Dienstag schon hinter der Bande stehe. Das ist, glaube ich, da geht es jetzt nicht um die Vergangenheit, sondern jetzt, ich komme morgen, lande ich
kalifornischer Zeit am Nachmittag und ja, am Dienstag stehe ich schon zum ersten Mal auf der Bank. Also von daher ja, gibt es nicht viel Zeit zum Überlegen, und, aber nee, freue mich. Hast du dich jetzt in den letzten Tagen öfter mal zwingen müssen, nicht an Los Angeles zu denken, sondern an die Nationalmannschaft, und jetzt fällt das so alles ab? Nee, der Fokus war wirklich mehr an der Nationalmannschaft. Ich habe doch noch einen Job zu tun hier, wollte mich auch genauso präsentieren wie in der Vergangenheit. Und nee, da gehört alles drumherum, gehört alles dazu. Und sicherlich habe ich zwischendurch immer wieder Kontakt zu LA gehabt, aber letztendlich nee, war der Fokus nur hier für meine Mannschaft. Wenn jemand wie Markus King und auch eben wie Moritz Müller schon mehr als eine Träne verdrücken muss, wenn man sie auf den Bundestrainer anspricht, wie geht es dem Trainer dann selbst? Ja, warum soll es mir anders gehen? Ja? Und es ist, nee, das sind halt auch besonders die beiden. Ja? Die haben mit mir sehr viel miterlebt, durch Gutes und auch Schlechtes. Und von daher, nee, und das merkt man einfach. Und kann es nur immer erwähnen. Es tut schon ein bisschen weh, wenn man dann Tschüss sagen muss. Denn wir haben irgendwie was geschaffen, wie vielleicht man kein anderer. Und auch für mich war das eine neue Situation. Ich war nicht nur Trainer, sondern ich war Teil der Mannschaft, ich war Freund der Mannschaft. Und ja, aber ich habe mich so entschieden, und ich freue mich auf eine neue Aufgabe, überhaupt kein Thema. Aber nee, ja, das zu hören, und auch besonders von meinen Jungs, die wo jetzt wirklich immer dabei waren, es tut schon gut. Wie geht man jetzt auseinander? Guckt man nochmal auf die Handynummer an, alle stimmen, und gibt sich dann die Hand und sagt Tschüss und auf Wiedersehen? Fast. Morgen geht das Geschäft wieder los für jeden Einzelnen. Jeder kehrt wieder zurück in seine Arbeit, und so auch ich in meiner neuen Arbeit. Und, aber wir werden, deswegen habe ich es auch erwähnt, wir werden immer Freunde bleiben, egal was passiert. Und deswegen, ich bin mit Sicherheit im Sommer auch wieder hier und werde den einen oder anderen auch öfters auch telefonieren oder in Kontakt bleiben. Also das ist, von daher hat sich oder wird sich auch in der Zukunft nichts ändern. Ja, Leon, dein erstes Turnier als Nationalspieler, erzähl mal deine Eindrücke. Ja, war natürlich, oder ist natürlich eine riesengroße Ehre für mich, dabei gewesen zu sein, und die Jungs haben mich alle super aufgenommen, es hat sehr viel Spaß gemacht, es war eine tolle Erfahrung, die ich nie wieder vergessen werde. Leider haben wir die Spiele nicht gewonnen, aber das ist jetzt erstmal zweitrangig, weil es war für mich echt ein sehr schönes Erlebnis, und ich hoffe, dass es nicht das letzte Mal bleiben wird. Jetzt hat Marco Sturm dich ja geholt, ja. Und jetzt ist er weg. Was geht denn da in dir vor? Interessiert dich das, oder denkst du jetzt, oh Gott, wer wird's denn jetzt? Ja, ich denke eher, dass es natürlich ein Verlust ist für die deutsche Nationalmannschaft. Marco hat eine super Art und Weise gehabt, jeden für die Nationalmannschaft zu begeistern. Und ich habe in den letzten 2-3 Jahren halt auch richtig gemerkt, als Außenstehender, okay, wow, die Nationalmannschaft, das ist eine Einheit und alle sind stolz drauf. Und natürlich schade, dass der Marco Sturm uns verlässt. Und ja, ich werde dann bestimmt noch erfahren, wer der neue Nationaltrainer ist, wie alle, früher oder später. Und dann schaue ich einfach weiter.